Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, Sommergespräch mit Norbert Hofer. Ich freue mich drauf. Willkommen im Studio. Dankeschön. Als Spitzenkandidat der FPÖ, für viele Vizekanzler ins B, zumindest Verkehrsminister außer Dienst, wenn man das so sagen darf. Ja. Und heute besonders gut gelaunt, denn es geht in den Urlaub. Eine Woche ist er weg, und zwar mit dem Flieger. Das ist ja selten, dass einer mit dem Flieger selber in den Urlaub fliegt. Normalerweise steigt man in eine vollgepferchte Auer. Bei Hofer ist es anders. Er startet am Flughafen Bulenz, glaube ich. Bulenz, genau. Bulenz, ja, im Burgenland, ab nach Kroatien. Genau, um 8 Uhr geht's los. Dann auf ein Boot und... Eine Woche auf ein Boot und ich glaube, da wird das Handy nicht funktionieren. Und er erobert die istrische Küste. Richtig. So, aber vorher müssen wir noch reden über das, was Sie nach dem Urlaub erwartet. Das wird der brutalste Wahlkampf und auch schwierigste Wahlkampf Ihres Lebens, das wissen Sie. Man sieht ja schon jetzt, was Sie haben einiges, Sie haben einiges erlebt, wenn man nur an den Bundespräsidentenwahlkampf denkt. Ja, das geheißen, ich bin der gefährlichste Mann Europas. Ja. Wenn ich gewinne, zerbricht die Europäische Union. Also all diese Dinge. Und es wird jetzt ähnlich hart werden, weil natürlich es um sehr viel geht und weil die anderen Parteien alles tun werden, um uns maximal natürlich unter Druck zu setzen. Aber ich bin so lange in der Politik... als dass ich mich da irgendwie beeinflussen lassen kann. Sie haben ein Ziel, das heißt, ich will über 20% kommen. Der Kickl hat in seiner Bergsteiger-Höhenflug, den er derzeit hat, denn der erklimmt ja einen 3000er oder 2000er nach dem anderen, gleich gesagt, sein Ziel ist das Wahlergebnis vom letzten Mal, das waren 25%. Halten Sie für realistisch oder ist irreal? Ich halte es für möglich, weil, weil es gibt einen Punkt, der natürlich für uns hochinteressant ist, nämlich diese Möglichkeit, dass Schwarz-Grün kommt. Und das ist schon ein Argument für uns, denn wenn ich jetzt noch mehr ÖVP wähle, dann wird das noch wahrscheinlicher. Und ich glaube, dass viele Menschen in Österreich diese Gruselvariante nicht haben wollen. Also es wäre Kurz Kanzler, Kogler Vizekanzler, Sigi Maurer dann, Frauenministerin. Ich glaube, das ist keine gute Variante. Die will niemand. Und davor werden Sie warnen, das wird jetzt ja dann gleich ein eigener Einstieg bei uns werden, da werden wir über die Koalition anreden. Es wird ein Koalitionswahlkampf werden. Es wird natürlich auch ein Wahlkampf sein, was will man nach dem 29. September. Aber vorher muss man noch reden, was vor dem 29. war. Denn dass das für Sie ja so ein schwieriger Wahlkampf ist, da sind Sie natürlich selber schuld, muss man sagen, nicht? Ja, nicht ich persönlich. Weil das Ibiza-Video hat natürlich enormen Schaden angerichtet und es ist ja eigentlich ein Wunder, dass der Schaden für die FPÖ nicht größer ist. Ja, der Vorteil war eben, wenn du eine gewisse politische Erfahrung schon mitbringst, dann weißt du, wie du eine Krise zu managen hast. Und wir haben sofort alles getan, um die Partei zusammenzuhalten, um die richtigen Schritte zu setzen. Und ich glaube, man hätte es nicht anders machen können. Aber dieses Ibiza-Video war doch eine Riesenschweinerei, da sind wir uns ja einig, oder? Naja, natürlich. Das Video hat uns natürlich... Sag mal, wer ist jetzt das Opfer dieses Videos? Naja, also... Das Opfer sind aus meiner Sicht die Österreicherinnen und Österreicher, weil die Regierung sehr gut funktioniert hat. Und deswegen ist das Ziel, das weiterzuführen, wobei ich schon sagen muss... Man könnte auch sagen, das Opfer sind die FPÖ-Wähler, die einer Partei vertraut haben, von der sie gedacht haben, sie ist antikorrupt und die dann vom Spitzenmann der Partei solche Sachen hören. Ja, aber das Interessante, und die aus allen Wolken fallen müssen, wenn sie das hören. Aber das oder? Interessante ist ja jetzt, dass die Staatsanwaltschaft gegen ÖVP und SPÖ ermittelt und ich bin schon sehr gespannt, was da herauskommt. Aber auch gegen die FPÖ. Ja, aber das ist, da freue ich mich drauf, weil alles das, was gesagt worden ist vom ehemaligen Obmann, ja Gott sei Dank bei uns dann nicht stattgefunden hat, Gott sei Dank nicht stattgefunden hat. Und deswegen wird es sehr spannend, was in den anderen Bereichen herauskommt. Aber zunächst einmal, wer ist das Opfer dieses Videos? Aus meiner Sicht die Österreicherinnen und Österreicher, weil diese Regierung sehr, sehr beliebt war und auch bedenkt, was in diesen einen Jahren alles weitergegangen ist, kann man sich ausmalen, was in 10 Jahren weitergegangen wäre. Und das tut mir also nicht leid. Also sind die Österreicher das Opfer. Richtig. Da wird jeder mit Ihnen einer Meinung sein. Richtig. Die Frage ist, wer ist der Täter? Ich glaube, das ist ja relativ eindeutig, oder? Wer der Täter in dem Video ist. Naja, die Frage ist auch, wer steht, wer sind die Hintermänner oder Hinterfrauen? Aber sollte man nicht frei darüber reden, wer der Täter ist? Der Täter ist ja im Video klar erkennbar. Nämlich ihr Parteiobmann oder Ex-Parteiobmann Stache und ihr Ex-Club-Obmann Gotenus, die diese Dinge von sich geben. Ja, sonst wäre die Regierung ja nicht aufgelöst worden, wenn die das nicht gesagt hätten. Die Täter sind schon auch diejenigen, die das Video
illegal produziert haben. Und also der Täter ist nicht der Strache, sondern der Täter ist derjenige, der es gemacht hat. Also ich entschuldige es nicht, den Heinz-Christian Strache. Nein, aber ich sage es nicht. Ich will nur wissen, wer der Täter ist. Aber wenn es zu einer... Ihrer Meinung nach ist der Täter der Produzent. Also wenn jemand in den Häfen geht, dann werden es diejenigen sein, die das wieder gemacht haben. Mhm. Von denen Sie erste Ahnungen haben, wer das ist? Nein, noch nicht. Aber irgendwann kommt die Wahrheit ans Licht. Aber eigentlich wissen wir es ja. Es war ein Wiener Anwalt. Und zwei Sicherheitsberater oder Sicherheitspersonalities, die teilweise im Drogengeschäft waren und die offenbar ein Geld erpressen. Es kommt noch was dazu. Also die Dame, die sich als Nichte eines Oligarchen ausgegeben hat. Also dieser Oligarch ist, habe ich gehört, nicht sehr gut gelaunt. Der wird wohl auch alles in Bewegung setzen, damit diese Hintermänner und Frauen auch... vor den Vorhang gebeten. Aber wir haben noch immer keinen Hintermann, außer dass wir wissen, dass die drei die Produzenten sind. Und die würden ja dann, und warum sind sie sich sicher, dass die drei in Häfen gehen? Die sind nicht verhaftet worden, die sind noch nicht einmal gescheit einvernommen worden bis jetzt. Warum sind sie sich so sicher, dass die ins Gefängnis gehen? Das Video offenbar illegal produziert worden ist, ganz offenbar, weil mit Sicherheit viel Geld geflossen ist. Also das sind schon Dinge, die mir Sorgen machen. Und noch etwas. Wer sagt oder wer kann uns sagen, was ist denn früher passiert? Gab es solche Videos vielleicht auch schon früher? Und kann ich damit auch einen Politiker, der in einer verantwortungsvollen Position sitzt, auch erpressen? Entweder du barrierst oder wir veröffentlichen das Video. Aber es ist natürlich schon bewundernswert. Ich mag ja diese Interviews mit Ihnen, weil Sie ja immer einen gewissen Charme haben. Aber es gehört schon ein besonderer Charme. Man könnte ja auch sagen, Kutzbühel dazu, zu sagen, der Täter ist jetzt nicht der Strache, der das gesagt hat, sondern der Täter sind die Produzenten. Also es fehlt nicht mehr viel, dass der Strache bei Ihnen auch das Opfer ist. Also Strache hat etwas gesagt. Strache ist ein Opfer in Ihren Augen? Strache hat etwas gesagt, aber das, was gesagt wurde, wurde nicht getan. Die Kronenzeitung wurde von jemand anders teilweise gekauft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Rot und Schwarz. Also ich schaue mir das aus der ersten Reihe an. Also der Strache ist auch ein Opfer in Ihrem Namen? Ich habe nicht gesagt, dass er ein Opfer ist. Na schon, wenn jemand anderer Täter ist, der sozusagen dafür ins Gefängnis geht, dann muss ja der Strache auch ein Opfer sein, nämlich ein Opfer dieser Drogenpartie oder wie immer man sie bezeichnet, wie Sicherheitspartie, die das gedreht hat. Ja, hat sich aber auch selbst in die Situation hineinbegeben. Das weiß er auch natürlich. Aber die Täter sind die, die das Video gemacht haben natürlich. Ja, das heißt, es ist Ihnen eigentlich gelungen, das Ganze umzudrehen von einem FPÖ-Skandal auf Suchen wir die Täter und das ist eine Riesenschweinerei, was da passiert ist. Weil eigentlich ist das ja ein FPÖ-Skandal, da sind wir uns schon einig. Ne? Nein, der Meinung bin ich nicht. Wenn wir das genau sehen, wer hat von welchen Vereinen welche finanziellen Mittel erhalten. Und ich bin sehr gespannt, was da auch bei den anderen Parteien herauskommen wird. Ich habe bei mir nachgesehen in der FPÖ, wir haben von Vereinen keine Spenden erhalten. Aber die Vereine haben Spenden erhalten. Und die Vereine haben Spenden erhalten, aber nicht an die FPÖ gegeben. Sagen Sie. Ist so. Na gut, ich habe ja auch die Spendenlisten veröffentlicht. Entschuldigung, die können ja was direkt gezahlt haben, nicht? So wie das angeblich bei der SPÖ oder auch bei der ÖVP der Fall ist. Die können Plakate gezahlt haben, die können andere Dinge. Auch das war nicht der Fall. Ja, natürlich, das könnte der Fall sein. Aber das war nicht der Fall. Aber warum legen Sie diesen verdammten Verein, wenn man das sagen darf, nicht endlich offen? Na, es gibt ja ein Testat, die Vereine wurden ja geprüft. Ich bin ja dort nie aktiv gewesen oder habe auch jetzt keinen Zugriff. Aber eigentlich haben Sie versprochen, Sie legen den Verein offen. Die Vereine der Verein hat 700.000 Euro Spenden gekriegt, wenn ich richtig informiert bin. Also es gibt ja Vereinsverantwortlichen. Was ja wahnsinnig viel ist für einen Verein, der nichts tut. Naja, was tut ein Verein? Hat ein Vereinszweck. Ja, wenn ein Verein sagt, ich kümmere mich um Familienpolitik, dann schaut der Verein, dass es Studien gibt, wie kann man die Familie in Österreich stärken und welche Aktionen kann ich setzen. Ja. Aber es wurde kein Wahlkampf für uns gemacht und es wurde nicht gespendet. Herr Hofer, Sie sind doch so ein grottlingiger Politiker, auch für die Ehrlichkeit bekannt. Warum legen Sie den Verein nicht offen? Warum sagen Sie nicht einfach, da ist die Bilanz des Vereins, das sind die Herrschaften, die gespendet haben, da ist der Herr Glock dabei, da ist sonst wer dabei. Da ist kein Herr Glock dabei. Das wissen Sie ja nicht, weil Sie wissen ja nicht, wer gespendet hat. Ich weiß es oder schon. Wissen Sie? Ich weiß es schon. Sie wissen, wer für den Verein. Sie haben mir das natürlich angesehen, aber ich kann ja nicht für den Verein aber sprechen. Aber da müssen ja irgendwelche Leute, die 700.000 Euro gespendet haben, die kommen ja nicht von dir. Nicht die Personen, das werden ja keine Hunderter Spenden sein. Nicht die Personen, über die spekuliert wurde. Wer hat dann gespendet? Ja, das kann.
ich kann ja nicht für den Verein sprechen. Das kann bitte, ich jetzt ja kommen wir gleich die Trainer. Na, natürlich können Sie für den Verein sprechen. Der Verein ist eine Vorfeldorganisation von Ihnen, so wie bei der ÖVP und bei der FPÖ auch. Nein, ist keine Vorfeldorganisation. Und bitte, der Kassier oder sogar Obmann des Vereins ist Ihr Nationalratsabgeordneter. Wie heißt er? Herr Fellner, wenn bei Ihnen eine Journalistin... Der gute Herr, dem Sie ein neues Mandat gegeben haben jetzt? Na, kein neues Mandat. Na, natürlich, na, der steht wieder auf der Liste. Seit Jahren, der war ja aktiv, bevor er Mandatar geworden ist, Dr. Chang, der war ja aktiv, bevor er Mandatar geworden ist, war er beim Verein aktiv, nachher nicht mehr. Ja. Das wird immer so vermischt. Und ich sage, es ist keine Vorfeldorganisation von uns. Wir haben keine Spenden von diesem Verein erhalten. Aber und die Vereine haben Sie auch keinen wissen, Wahlkampf wer für uns gespendet gemacht. Hat, also da muss er ja irgendwas faul sein, sonst würden Sie es ja offenlegen. Nein, da ist gar nichts faul, aber es ist nicht mein Verein. Und Sie werden sehen, dass genau das, was bei uns so gemunkelt wird, genau das ist passiert bei anderen Vereinen. Ich bin sehr gespannt, was die Staatsanwaltschaft herausbekommen wird. Es tut mir auch irrsinnig leid, dass wahrscheinlich vor der Wahl die Staatsanwaltschaft diese Ergebnisse bei den anderen Parteien noch nicht haben wird. Aber Sie werden Sie sehen. Sie meinen, das Ding dreht sich? Sie werden sehen, das dreht sich und einige werden die Ohren anlegen. Wer legt die Ohren an? Na, jene, die von Vereinen Spenden bekommen haben. Also bei uns ist das die nicht die ÖVP der Fall. Ihrer Meinung nach und die SPÖ Davon Ihrer gehe Meinung. Ich aus. Die haben von Vereinen Spenden erhalten. Davon gehe ich aus, ja. Das heißt, Sie sagen, der wahre Ibiza-Skandal ist nicht der Strache, sondern dass die SPÖ und die ÖVP von Vereinen Spenden bekommen haben. Es gibt ja Plakate von Kandidaten. Und der Strache wollte es nur genauso machen, wo aber das Blatt, dass er zusammenbraucht hat, sagen wir so. Es gibt ja Plakate von Kandidaten, ÖVP, da steht unten drauf, wer dieses Plakat finanziert hat. Das ist ja alles bekannt und offen. Na, und war der Strache jetzt so blöd, dass er das zusammenbraucht hat? Weil warum erzählt man sowas, wenn man es dann nicht zusammenbringt? Das verstehe ich nicht. Na, ich hoffe einfach, dass er, dass auch ihm klar war, dass man so etwas nicht tut. Es ist einfach Sie meinen, nicht in Ordnung. Er ist nachher drauf, hat er die Einsicht erhalten, dass er das nicht machen will. Ja, davon gehe ich aus, weil es nicht passiert ist. Also er hat mich, Sie wissen, ich war Minister für Verkehr. Strabag, genau, Sie sind derjenige, der für die Strabag verantwortlich ist. Die baut nach wie vor fleißig Autobahnen, oder? So ist es. Ist die nach wie vor die größte Baugesellschaft? Kriegt die das größte Volumen des Verkehrsministeriums? Das weiß ich nicht. Also ich hab mir die Auftragsvergaben bei der ASFINAG oder bei der ÖBB nicht angesehen. Das ist nicht meine Sache. Das ist eine Sache des Vorstandes, des Aufsichtsrates. Und es wäre mir nie eingefallen zu sagen, nehmt diese oder jene Firma, das ist undenkbar. Mhm. Aber fest steht, Sie haben Ihren Parteiobmann und Ihren Clubobmann verloren. Ja. Das tut Ihnen weh? Leid? Ist das ein Nachteil oder ein Vorteil für die kommende Wahl? Die Funktion ist an mich übergegangen und ich werde alles daran setzen, um diese Funktion gut auszuüben. Und eines muss ich schon sagen, man soll mich bitte nicht unterschätzen. Ja? Weil wenn ich etwas mache, dann mache ich es ordentlich und dann mache ich es so, dass auch diese Partei wächst. Und das ist mein Ziel und meine Aufgabe. Gehen wir in eine kurze Werbepause und dann gleich die Frage, warum wurde diese Region gesprengt? Sie können sich das ja bis heute nicht erklären. Und wie geht es jetzt weiter? Welche Koalition kommt? Denn Norbert Hofer, nehme ich an, wird uns ja auch heute ein flammendes Plädoyer für die Fortsetzung von Türkisblau halten. Wir sind gleich wieder da. Trainer live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Unabhängig, unparteiisch, wirklich kritisch. Fellner live. Ja, Sommergespräch mit Norbert Hofer. Natürlich musste auch hier das Ibiza-Video am Anfang stehen. War eindrucksvoll zu sehen, wie die FPÖ vom Täter zum Opfer wurde in ihrer Darstellung. Aber man sieht schon Hofer im absoluten Wahlkampfmodus. Darf ich noch was ergänzen? Ja? Ich halte gar nicht, also ich halte wenig davon, auch in der Politik, wenn jemand sagt, ich bin ein Opfer. Weil niemand will schwache Politiker, die sagen, um Gottes Willen, was mir passiert ist. Das ist nicht der Fall. Da sind wir schon selber schuld. Aber noch einmal, die Täter sind schon die, die das auch produziert haben. Und ich bin gespannt, wer dahinter steht. Nicht diejenigen, die es gesagt haben. Ja, die es gesagt haben, das ist natürlich auch gar nicht in Ordnung. Das ist eine zoffene Geschichte für Sie. Nicht nur, ja, aber vor allem. Das heißt nicht nur? Naja, man darf es trotzdem nicht andenken oder sagen. Das hilft alles nichts. Auch egal, wie viel man oder in welchem Zustand man sich befindet, das ist nicht in Ordnung. Also es war ein schwerer politischer Fehler. Natürlich. Und ein Vertrauensbruch gegenüber den Wählern. Gegenüber Österreich. Weil Österreich, die Österreicher sind ja vorher gesagt, das sind die Opfer
weil dieser Weg nicht fortgesetzt wird. Die Österreicher, die Opfer, weil der Herr Bundeskanzler Kurz, der diese Regierung immer über den grünen Klee gelobt hat, nachdem er dieses Video gesehen hat, der Meinung war, so kann es nicht weitergehen. Unter der Last dieses Videos kann er nicht regieren. Er braucht entweder eine FPÖ mit einem Neustart oder eine Neuwahl. Nachdem ihr den Neustart nicht wolltet, weil zum Neustart hätte dazugehört, dass Kickl nicht mehr Innenminister ist, hat er Neuwahlen ausgerufen. Das halten Sie für seinen schwersten Fehler, oder? Ich will gar nicht beurteilen, ob es ein Fehler ist, aber ich halte es für falsch, denn die Person, die in diesem Video auch gefilmt worden ist, oder beide sind ja zurückgetreten. Ich hätte die Funktion des Vizekanzlers übernommen. Und das haben Sie mit dem Kanzler auch abgesprochen? Und hätte auch, glaube ich, wer mich kennt, eine Politik gemacht, die dem Land weiter gut tut. Es kam dann die weitere Forderung, auch der Innenminister muss gehen. Ja, sogar das ganze Innenministerium muss abgegeben werden von der FPÖ. Und viele Erfolge, die jetzt der Bundeskanzler, der ehemalige Bundeskanzler, für sich verbucht, strenge Asylpolitik, strenge Migrationspolitik, mehr Sicherheit, das waren doch bitte alles Leistungen aus einem FPÖ-geführten Ministerium mit Herbert Kickl. Deswegen ist es für mich völlig unverständlich, warum man diesen Weg gehen wollte. War der Kickl Ihr bester Minister? Also ich glaube, es war eine wirklich gute Teamleistung. Es hat auch Beate Hatting eine sehr gute Arbeit gemacht. Mario Kunasek als Verteidigungsminister wirklich gekämpft, um endlich das Budget sicherzustellen. Hubert Fuchs als Staatssekretär, ein wirklicher Steuerexperte. Also das war ein wirkliches Dreamteam. Und zwar auch gemeinsam mit der ÖVP-Regierungsmannschaft. Das hat gut funktioniert. Und deswegen ist es schade, dass man unter dem Druck dann diese Regierung aufgelöst unter hat. Welchen Druck? Na, unter dem Druck des Videos, ja. Und da gesagt hat, okay, das halten wir nicht aus, wir müssen sofort die Regierung auflösen. Das heißt, der Kanzler hat Ihrer Meinung nach die Nerven weggeschmissen? Der Kanzler hatte großen Druck und hat sich dann entschieden, die Regierung aufzulösen. Na, und von wem war der Druck, um das einmal? Ich glaube auch aus der eigenen Partei. Also es gibt ja in der ÖVP, hat es immer Menschen gegeben, die diese Regierung nicht wollten. Denken Sie an Herrn Konrad zum Beispiel und an andere, die eine linke Politik verfolgt haben in der Zuwanderungspolitik und die einen völlig anderen Kurs wollen. Und deswegen ist eben die große Gefahr, dass es eben schwarz-grün kommt. Sind Sie der Meinung, dass die Niederösterreich-ÖVP oder zum Beispiel die ÖVPs in Westösterreich, Haslauer, Wallner, Platter, diese Regierung nicht wollten? Wie Sie jetzt ja teilweise andeuten. Also ich hatte mit diesen Persönlichkeiten immer einen sehr guten Kontakt in Bereichen, die die Verkehrspolitik, Forschung und so weiter betreffen. Das hat gut funktioniert. Aber man war sehr skeptisch, was diese Regierung anbelangt. Es gibt ja dort andere Konstellationen. In Tirol gibt es eine Regierung mit den Grünen. Schwarz-Grün. Und so weiter und so fort. Salzburg skeptisch, auch. Aber ich glaube nicht völlig ablehnend. Und ich glaube auch, dass die letzten Aussagen, man spürt schon ein bisschen, ich habe das vorher gesagt, dass Schwarz-Grün ins Haus stehen könnte. Über das reden wir eigentlich. Aber Sie sind der Meinung, es war ein Fehler des Bundeskanzlers, das aufzulösen. Das hätte nicht passieren sollen, weil die Österreicher damit zum Opfer geworden sind. Ich hätte es auch unter den gegebenen Voraussetzungen nicht gemacht. Sondern Sie hätten weiter regiert. Ich hätte weiter regiert, Strache ist zurückgetreten und ich hätte diesen Weg fortgesetzt. Jetzt fragen sich auch viele, warum wir eigentlich jetzt schon diesen Wahlkampf haben. Logischerweise, denn Ihre Ansage ist ja, machen wir weiter, kehren wir zurück zu Türkis Blau. Das ist Ihre wichtigste Wahlkampfansage, richtig? Ja, das ist der Weg, aber natürlich nicht um jeden Preis, das ist auch vollkommen klar. Also die Inhalte, die uns wichtig sind, die auch jetzt im Programm festgeschrieben waren, die müssen weitergeführt werden. Und ja, da kommen noch andere Dinge dazu. Aber da gibt es ja schon ein ausverhandeltes Regierungsprogramm in Wahrheit. Ja, aber das ist schon ein Teil abgearbeitet, das muss und natürlich ergänzt werden. Und was kommt dazu? Zum Beispiel die Frage der direkten Demokratie. Also wir haben das ja auch, wir hatten das ausverhandelt. Im letzten Wahlkampf 2017 haben wir vorgeschlagen, dass bei 4% der Stimmen bei Volksbegehren dann eine verbindliche Volksabstimmung kommt, also ungefähr 250.000 Stimmen. ÖVP hat damals gesagt, 2017, nein, das ist uns zu niedrig, wir wollen 10%, also etwas mehr als 600.000 Stimmen. Und dann bei den Regierungsverhandlungen wurden es aber 900.000. Und das muss aus meiner Sicht korrigiert werden. Wir müssen mit dieser Grenze deutlich hinuntergehen. Also Sie wollen diesmal eine direkte Demokratie auch per sofort und nicht erst am Ende der nächsten Legislaturperiode, was ja dann noch später wäre, im Regierungsprogramm stehen. Ja, denn was waren die Bedenken der ÖVP?
die Bedenken waren, ich konnte es auch zum Teil nachvollziehen, dass dann die Opposition permanent kampanisiert. Dass dann Medien zu viel Macht auch bekommen, weil sie natürlich mit ihrer Berichterstattung auch Kampagnen anstoßen könnten. Ich sehe das Problem nicht. Wenn ein Bürger mündig ist, um einen Politiker zu wählen, dann ist er auch mündig, um Sachentscheidungen zu treffen. Die Schweiz hat vorgezeigt. Sie wissen schon, Ihre Aufhebung des Rauchverbots wäre dann weg gewesen. Ne? Das wäre dann weg gewesen und das ist eine Entscheidung der Bürger. Das ist einfach so. Gut. Und Sie wollen aber jetzt Türkis-Blau weiterführen unter neuen Auspizien. Ich nehme an, auch die Abschaffung der KIS-Gebühr sollte dann im Regierungsprogramm stehen oder nicht? Die KIS-Gebühren waren immer ein Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen keinen Zwang. Das ist eine Grundhaltung der freiheitlichen Partei, sie heißt Freiheitliche Partei, dass kein Gebührenzwang gegeben sein muss. Soll auch im Regierungsprogramm drinstehen, weil Sie haben gesagt, ein paar Sachen müssen diesmal gleich drinnen stehen. Das ist ja das Schöne an der direkten Demokratie, dass viele Dinge dann auch direkt entschieden werden können. Wenn wir das umsetzen, können die Österreicher sagen, wir wollen keine GIS-Gebühr, wir stimmen darüber ab. Gut. Also das muss nicht, das ist keine Voraussetzung, sondern die einzige Voraussetzung für dieses neue Regierungsprogramm ist die direkte Demokratie. Richtig. Und dann würden Sie von sich aus Türkis-Blau gern weitermachen. Ja, mit den Punkten, die wir schon bisher im Programm hatten, mit einer sehr strengen Asyl- und Zuwanderungspolitik, mit einer Senkung der Steuer- und Abgabenquote, mehr Luft auch für die Wirtschaft. Die Sicherung der Pensionen, wir haben jetzt auch die Mindestpensionen beschlossen, auch im Umweltbereich, Dekarbonisierung. Einig eigentlich. Ja, das Umweltprogramm müsste nachgeschärft werden, wahrscheinlich die direkte Demokratie müsste nachgeschärft werden. In einigen Punkten gab es in der Regierung immer wieder auch Diskussionen, das waren immer die sozialen Fragen. Also man kann sagen, dass bei sozialen Fragen wir uns sehr, sehr stark auch eingebracht haben und dieses Gleichgewicht hat der Regierung sehr gut getan. Aber das ist das Wesen einer Koalition, man könnte eigentlich sehr schnell fertig sein mit den Verhandlungen, weil man ja das Regierungsprogramm bereits hat. Sie müssten heute auf den Innenminister verzichten, das wissen Sie. Das will ich gar nicht sagen. Na schon, das hat die ÖVP ja schon ganz klar gesagt. Von den Landeshauptleuten abwärts bis zum Wiener Spitzenkandidaten, Kurz selber, hat Ihnen das ja klar gesagt, er kann nicht wieder einen Minister angeloben, den er entlassen hat. Bitte, das gibt es ja nicht. Naja, aber ich sage, dieser Prozess, den man immer geht, muss eingehalten werden. Zuerst über die Inhalte reden, dann welche Ministerien und dann über die Personen. Ich tappe in diese Falle einfach nicht hinein, die hier von Strategen gestellt worden ist. Wer wird jetzt welcher Minister? Sondern es geht darum, was können wir umsetzen. Inhaltlich und wenn ihr einig seid, dann über die Personen reden. So ist es. Und Sie würden aber sehr ernsthaft mit der ÖVP das inhaltliche Programm verhandeln, obwohl Sie wissen, dass am Schluss die K-Frage kommt, wenn man es einmal so nennen darf. Nämlich, dass man Ihnen sagen wird, der Kickl darf nicht Innenminister werden. Es werden noch viele andere Fragen kommen. Das stört Sie nicht unbedingt. Also ich glaube, dass ich als Verhandler vielleicht einige Dinge zustande bringen werde. Aber ich will jetzt gar nicht, das ist wirklich eine Sage von Strategen aufgesetzt, zu versuchen, jetzt eine Debatte zu führen, wer wird wo Minister, viel zu früh. Das heißt, Sie sagen, das ist überhaupt noch nicht gesagt, dass der Kickl Innenminister werden muss, das verhandeln wir am Schluss. Also ich denke mir einfach, wenn wir eine Koalition haben, dann ist klar, dass über die Personen am Schluss gesprochen wird. Der Prozess ist so auf. Oder wir können auch darüber reden. Man dachte ja, dass bitte beide sozusagen mit ganz fixen Positionen hineingehen. Die ÖVP mit der fixen Position auf keinen Fall Kickl. Wurscht, auf welchen Sessel, wie es so schön geheißen hat. Sie mit auf jeden Fall Kickl und zwar als Innenminister, sonst braucht man gar nicht reden. Und Sie sagen das nicht mehr so apodiktisch, sondern Sie sagen, machen wir doch zuerst einmal die Inhalte, schauen wir, ob wir eine gute Regierung zusammenbringen und dann reden wir über die Personen. Aber wenn die ÖVP über Personen sprechen will, machen wir das gerne. Wer wird Vizekanzler unter Schwarz-Grün? Kogler, Frauenministerin Sigi Maurer und viele andere. Würde ich gerne wissen, wer deine aber Funktion ist. Aber Sie werden ja mit der ÖVP nicht die schwarz-grüne Koalition verhandeln, sondern die Blau. Und die Frage ist, ob Sie von vornherein sagen, wir bestehen auf Kickl, wir brauchen über die Sache heute gar nicht reden, wenn der nicht Innenminister wird, sondern oder ob Sie sagen, reden wir zuerst einmal über die Sache, schauen wir, dass wir Regierung zusammenbringen, dann werden wir eventuell in der Causa Kickl eine Lösung finden. Haben Sie richtig verstanden? Ja, aber wenn die ÖVP über Personen unbedingt reden will, dann möchte ich wissen, wer sind denn die Minister in der schwarz-grünen Regierung? Zu dem kommen wir gleich. Aber Sie sagen, Sie bestehen nicht a priori auf Kickl, sondern Sie wollen zuerst die Inhalte verhandeln. Ja, ich möchte schon betonen, dass die Leistung von Herbert Kickl in dieser Regierung
in Österreich hoch anerkannt ist. Und ich werde einfach auch nicht akzeptieren, dass man von vornherein sagt, es kommt eine Person überhaupt nicht in Frage. Das verhandeln wir dann am Schluss. Aber Sie haben gerade gesagt, Sie lassen sich nicht in die Falle locken, von Beginn an nur über Kickl zu reden. Sie wollen zuerst über die Inhalte reden. Richtig. Das heißt, Sie wollen eigentlich sagen, wir sind mit der Regierung fertig, was das Programm anbelangt, und jetzt reden wir über die Minister. Richtig. Und Sie wissen aber schon, dass die ÖVP von Ihnen einen Neustart will. Nun, ich glaube, dass jede Partei sich so präsentieren muss, wie sie inhaltlich aufgestellt ist. Ich bin neuer Parteiobmann. Das ist ein Neustart. Und ich stehe mit meiner Art, Politik zu machen, auch für diese Partei. Es war vollkommen klar, dass wenn ich natürlich eine Funktion einnehme, dass ich dann mit meinem Stil auch diese Partei präge und mit ihr arbeite. Und das ist Ihrer Meinung nach eine neue FPÖ, würde heißen eine liberalere FPÖ, weil Sie gelten ja eher als der Liberalere in dem Team. Ja, aber oder als der Konziliantere in dem Team. Es ist keine neue FPÖ. Das ist nämlich genau die FPÖ, die die Menschen immer unterstützt und gewählt haben. Ich habe auch das Parteiprogramm geschrieben. Also ich stehe mit Haut und Haaren für diese Linie, die die FPÖ vertritt. Aber Sie stehen für einen, sagen wir, konzilianteren Kurs und nicht für einen Rembo-Brutal-Kurs. Im persönlichen Stil. Ich halte wenig davon, dass man Weltpolitiker persönlich angreift, sie geringschätzt, niedermacht. Das ist aus meiner Sicht kein guter Weg. Und ich glaube, das will auch niemand. Und jetzt ist Ihre Ansage, wenn Türkis-Blau nicht kommt, dann kommt Schwarz-Grün. Wenn Türkis-Blau nicht kommt, dann kommt Schwarz-Grün. Wie kommen Sie da drauf? Ich weiß auch aus Gesprächen, Informationen, also wir haben auch Kontakte immer noch zu anderen Parteien, dass das eine Variante ist, die wirklich im Raum steht, wenn es sich ausgeht. Mhm. Also wenn Schwarz und Grün gemeinsam so stark sind, dass sich diese Variante ausgeht, dann ist es wahrscheinlich, dass es kommt. Mhm. Und deswegen ist mein Ziel, die FPÖ so stark zu machen, damit sich das eben nicht ausgeht. Das heißt, Sie müssen alle FPÖ-Leihstimmen, die derzeit gerade beim Kurz sind, weil der ist ja von 31 auf 38% gestiegen, also 6-7% wieder zurückholen. Ne? Ich kann jedem Wähler sagen, dann werden Sie bei 24-25% und dann geht sich Schwarz-Grün natürlich nicht aus. Ich kann jedem Wähler sagen, wer will, dass dieser Weg der Regierung fortgesetzt wird, muss uns unterstützen. Und das ist Ihre Wahlkampfstrategie? Das ist mehr als Strategie, das ist die pure Wahrheit, es ist so. Und Schwarz-Grün wäre wirklich ein Horror für das Land? Was ist das Grauenvolle dran? Da wird es halt mehr Umweltpolitik geben. Ja, Schwarz-Grün wird teuer und Schwarz-Grün heißt Steuern, das kann ich nur sagen. Also wer die Politik der Grünen verfolgt hat in den letzten Jahren, da geht es immer um Belastungen, da geht es immer um mehr Bürokratie, da geht es immer um mehr Einschränkungen für den Bürger. Außer in einem Bereich, da gibt es offene Grenzen. Das ist auch eine Politik der Grünen. Also das Gegenteil dessen, was wir zuvor in dieser Regierung gemacht haben. Weil Sie sagen, die würden die Grenzen öffnen für Flüchtlinge, für Immigration, natürlich, für Klimaflüchtlinge, wie es jetzt heißt, bei Rakete. Die Frau Rakete würde sich freuen, wenn damit ihre Erfüllungsgehilfen in der Regierung sitzen und ich will das nicht. Über das reden wir gleich. Schwarz-Rot halten Sie auch für realistisch? Nein, halte ich für ausgeschlossen. Wird nicht kommen. Da sind die Gräben so tief zwischen diesen beiden Parteien, das ist eine ganz tiefe Abneigung, das wird es nach der nächsten Wahl geben. Und Rot-Blau? Rot-Blau ist keine Variante. Warum? In der SPÖ ist es so, dass wir zwar im Burgenland eine hervorragende Zusammenarbeit mit Doskozil haben, das funktioniert sehr, sehr gut, aber vor allem die Wiener SPÖ ist da massiv dagegen, erstens. Und zweitens, die FPÖ ist... Sie wissen aber schon, dass wenn die Frau Rendi-Wagner verliert und Sie gewinnen und Sie Zweiter sind, dass dann wohl der Herr Doskozil das Ruder übernehmen wird. Dann wären Sie bei Ihrer Traumkoalition. Hofer, Doskozil, ich könnte mir vorstellen, was Besseres können Sie sich ja, aber gar nicht vorstellen, oder? Es geht sich ja rechnerischer gar nicht aus. Das hätten Sie ja noch lieber als Hofer Kurz. Es geht sich rechnerisch gar nicht aus. Hofer, Doskozil würde Ihnen gefallen. Also ich kann mit Doskozil natürlich sehr gut, aber es geht sich nicht einmal aus. Denn wenn die SPÖ Dritter wird, und das ist durchaus möglich, dann kommt man gemeinsam nicht auf diese 50%. Bei 27%, die SPÖ bei 23% und schon passt's. So wie es jetzt aussieht, könnte die SPÖ die 23% nur schwerlich erreichen. Also das ist keine Variante und es wird auch die SPÖ zerreißen. Aber wenn die SPÖ sich neu aufstellt und dort plötzlich ein Doskozil an der Spitze stünde,
dann wäre das für Sie eine attraktive Variante. Es geht sich nicht abgesehen aus. Davon, dass Sie, wie man so schön sagt, die Kröte Ludwig schlucken müssten, der Sie gerade als Rechtsextremer bezeichnet hat. Na, Kröte ist ja keiner. Na, ich sage jetzt, ja, wie man so schön sagt, ja, also, also, sprichwörtlich ist, gemeint. Ich habe einfach gelernt, auch in also, der Politik. Dass Ihnen der Herr Ludwig wahrscheinlich derzeit nicht gerade sehr zu Pass steht, wie Sie ja schon vorher gesagt haben. Ne? Ja, also, weil jemand, der Sie als Rechtsextremer bezeichnet, werden Sie wahrscheinlich nicht als Regierungspartner haben wollen. Deswegen ist es ja auch nicht denkbar. Aber Sie reagieren noch nicht darauf. Das sind Dinge, die ziehen an mir vorbei. Also, Ihre Meinung ist, es gibt eine klare Entscheidung an diesem 29. September. Entweder Türkis-Blau geht weiter oder Schwarz-Grün kommt. Andere Varianten kommen für Sie nicht in Frage. Eine gäbe es noch theoretisch, das ist Schwarz-Grün-Neos. No, das ist ja praktisch dasselbe, nur noch ein bisschen komplizierter. Richtig. Ja, also das ist sozusagen Ihrer Meinung nach. Das sind die Optionen. Gut. Dann gehen wir eine kurze Werbepause und dann wollte ich Sie fragen, was sind denn Ihre Themenschwerpunkte in dem Wahlkampf? Das Flüchtlingsthema kocht gerade wieder auf. Zur Klimafrage fragt man sich, was hat die FPÖ dazu zu sagen? Wir sind gleich wieder da. Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch, wirklich kritisch. Fellner live. Ja, Sommergespräche, tatsächlich im Sommer ein prachtvoller Sonntag. Und im Studio unserer früheren Verkehrsminister, Norbert Hofer, jetzt FPÖ-Spitzenkandidat und theoretisch ist er Vizekanzler ins B, allerdings nur, wenn ihm das Wunder gelingt, diese alte Regierung, die einmal 60% Zuspruch hatte, wieder neu zu starten mit Sebastian Kurz, mit dem Sie ja super können, glaube ich. Ne? Ja, wir haben eine sehr gute Arbeitsbasis gehabt, auch mit Gernot Blümel zum Beispiel, wo ich jetzt ein bisschen betroffen war, als er gesagt hat, naja, der Begriff soziale Heimatpartei wäre irgendwie rechtsextrem angehaucht. Mein Gott, Van der Bellen hat mit dem Heimat seinen Präsidentenwahlkampf bestritten. Also das ist, glaube ich, ein Weg, den man nicht gutieren kann, das so zu bezeichnen. Also Sie wundern sich ein bisschen, dass Ihr Koordinationspartner, das war ja der Herr Blümel, mit dem Sie eigentlich 1,5 Jahre ohne einen einzigen Streit zusammengearbeitet haben, waren ja beide immer nur voll des Lobs über den anderen, Ihnen plötzlich der Watschen verpasst. Ich würde sagen, das ist dem Wahlkampf geschuldet. Wollte ich gerade sagen, also der Wahlkampf geht los. Ja. Die Frage, wird man nachher dann noch so gut miteinander können wie vorher? Denn bei Ihnen sitzt schon der Schmerz und auch der Zorn über diese Regierungsauflösung tief, ich oder? Ich bin kein zorniger Mensch, also grundsätzlich nicht. Und jeder Politiker hat auch eine staatspolitische Verantwortung. Und wenn ich diese staatspolitische Verantwortung sehe, muss ich überlegen, welcher Weg ist aus unserer Sicht für Österreich der beste. Es wäre für uns in der Opposition sehr komfortabel. Also wenn Schwarz-Grün kommen würde, sage ich Ihnen, die ÖVP liegt dann in 2 Jahren dort, wo sie unter Mitterlehner war, bei 19-20%. Also für uns wäre es komfortabel, aber es wäre der falsche Weg. Weil der richtige Weg ist, diesen Weg der Regierungszusammenarbeit fortzusetzen. Nicht um jeden Preis, aber doch, wenn es möglich ist. Damit sind wir ja schon bei den Inhalten, was Sie von den Grünen unterscheidet. Das ist zunächst einmal die Flüchtlingspolitik. Da ist ja wohl der klarste Unterschied. Ja. Die Frau Rakete schießt sie ja im wahrsten Sinne des Wortes auf den Mund. Ne? Völlig, völlig aberwitzig. Diese Frau kommt aus einem wohlbestallten Haus und verlangt jetzt, dass wir also hunderttausende Klimaflüchtlinge aufnehmen. Ja, dann soll die Dame bei ihr zu Hause auch einmal 50 Flüchtlinge aufnehmen, dann sprechen wir weiter. Und zweitens, wir entscheiden, wen wir in Österreich aufnehmen. Und das sind echte Flüchtlinge, die um das Leben zittern, die müssen hier geschützt werden. Aber auch nur auf Zeit, bis in der Heimat auch wieder sichere Verhältnisse sind. Und dann gibt es den zweiten Bereich der Zuwanderung. Auch nur, wenn Sie mit dem Fallschirm abgesprungen sind und nicht über einen Drittstaat wie Griechenland oder Italien. Sie müssen ja sichere Drittstaaten durchqueren. Die durchqueren viele, viele Länder, aber wollen bei uns Asyl. Das ist ja der Grund, warum Sie eigentlich, und das wollte ich nur fragen, ob das jetzt auch in Ihrem nächsten Wahlprogramm wieder der Fall ist, eine Null-Zuwanderung praktisch. Nein. Keine Null-Zuwanderung. Von wo soll der Flüchtling herkommen? Der, kann der ja Flüchtling nur ist kein Zuwanderer. Der Flüchtling ist kein Zuwanderer, also er sucht Schutz. Also auch eine Null-Asyl-Zuwanderung.
Werbersituation ansprechen. Wir sollen uns schon auch darum kümmern, dass Menschen geschützt werden. Das ist schon wichtig. Aber bei der Zuwanderung sollen jene Menschen zuwandern, die einen Beruf erlernt haben, die hier die Chance haben, auch eine Arbeit zu bekommen, die dieses Land schätzen, die hier nicht straffällig werden. Ich meine, es ist dieser Fall, wo ein Mann einen Arzt im Krankenhaus erstechen wollte. So etwas darf einfach nicht passieren. Psychisch krank, muss man dazu sagen. Ja, es sind immer alle psychisch krank. Der Attentäter von Graz, der mit dem Geländewagen Menschen getötet hat, auch Kinder, der war auch psychisch krank. Es sind immer dann plötzlich psychisch Kranke, das akzeptiere ich einfach nicht. Das heißt, Sie sagen, wir müssen die Zuwanderung extrem unter Kontrolle bekommen, da sollen nur die Besten hereinkommen und bei den Asylwerbern nur noch ganz wenige, sprich Grenzen dicht. Jene, die geschützt werden müssen. Und ich sage, wenn jemand im Krankenhaus jemand niedersticht, dann hat er jeden Schutz verloren. Wir geben diesen Menschen alles, was sie brauchen, Unterkunft, Nahrung, auch Taschengeld und das ist nur dann der Tag. Das Entscheidende ist ja, dass Sie sagen, oder Kickl sagt, es dürfte überhaupt niemand nach Österreich kommen, weil er vorher ja einen Drittstaat betritt nach Adam Riese, sonst müsste er mit dem Fallschirm runterhupfen. Ja? Mhm. Und das heißt, er kommt ja entweder über Italien oder über Frankreich oder er kommt über die Balkanroute, da muss er auch durch EU-Staaten durch. Das heißt ja, dass Ihrer Meinung nach es Asylwerber, seriöse Asylwerber nicht geben darf. Also rein rechtlich wäre es so, wenn wir Dublin uns ansehen. Aber natürlich haben wir das Problem in der Realität, dass Menschen von Schleppern nach Österreich gebracht werden und es oft nicht nachvollziehbar ist, woher diese Menschen kommen. Die haben zwar das Handy mit, aber den Pass verloren. Und dann hast du keine Chance, sie wirklich zurück und abzuschieben. Also das ist ein Ding oder ein Umstand, den man auch in der Realität auch betrachten muss. Aber und deswegen auch da ist der Kickl immer härter geworden, hat ihnen die Handys abgenommen etc. etc. Das finden Sie alles gut. Der richtige Weg. Das heißt, das Ziel, möglichst auf Null zu kommen, was Asylwerber anbelangt, ist auch Ihr Wahlkampf. Also Ihre unser Weg wäre in Afrika einen geschützten Bereich zu haben, wo dort die Menschen, die wirklich verfolgt werden, Schutz finden und dann jene, die wirklich Asyl verdienen, dann auf dem sicheren Weg, auf dem sicheren Weg nach Österreich gebracht werden. Ja, nur wo soll das sein? Libyen, wissen wir, ist unmenschlich, ja. Syrien ist zerbombt und die anderen, Marokko und Ägypten, sagen nur wir nicht und Tunesien, weil wir haben Hotels und Fremdenverkehr, wir wollen sicher aber keine Aber das haben Flüchtlinge. Wir haben auch Hotels und Fremdenverkehr. Ja, das schon, aber das die werden ist, sich das aber, freiwillig nicht einreden lassen. Aber das ist ja ein Weg, ein Modell, der nicht nur von uns verlangt und beschrieben wird, sondern auch von mittlerweile von vielen aber wo anderen soll Politikern das sein? In der Europäischen Union. Herr Hofer, Es gibt doch Länder, die sehr viel Unterstützung aus Europa bekommen, von Zum vielen Beispiel. Ländern aus Europa. Ich werde jetzt nicht Ihnen sagen, es muss unbedingt Marokko sein oder es muss unbedingt in einem Bereich aber in Ägypten einer sein. Dieser aber man muss versuchen, das genau zu tun. Warum auch? Die Schlepper machen das schmutzige Geschäft, die Menschen fahren mit dem Boot übers Meer und ertrinken dann. Also wenn jemand wirklich Asyl verdient, dann kann diese Person auch sicher nach Europa gebracht werden. Auf Zeit, Schutz auf Zeit. Aber keine Seenotrettung mehr. Keine NGO-Schiffe mehr. Seenotrettung natürlich, man kann Menschen ja nicht ertrinken lassen, aber retten, dieses Boot vernichten und dann die Menschen zurückbringen, woher das Boot gekommen ist. Nach Marokko in diesem Retour, Fall. Retour. Ja? Naja, Retour würde heißen nach Libyen. Ich habe jetzt nicht gesagt, das Marokko, sondern dort, wo eben dieses Schiff herkommt. Na, dann würden Sie es direkt nach Libyen zurückfahren, dort warten die schon drauf und ich meine, wenn Sie aus Libyen geflüchtet sind und zurückkommen, das ist nicht lustig. Schauen Sie, was macht zum Beispiel Australien? Australien schützt die Grenzen so, dass dort kein Boot durchkommt und sagen auch ganz klar, wann immer du versuchst, illegal nach Australien zu kommen, hast du keine Chance, hier zu bleiben. Auch mit Spots, die dann... Gilt ja als brutalste Form der... Brutal ist es, das Gegenteil zu tun. Zu sagen, ja, wir schaffen das, so wie das Merkel gemacht hat, dann kommen... Zigtausende hören, in Österreich gibt es die Mindestsicherung, es gibt die große Unterstützung in Deutschland. Das ist etwas, was nicht funktionieren kann. Also die Flüchtlingspolitik soll die Kickl-Flüchtlingspolitik bleiben. Das ist die freiheitliche Flüchtlingspolitik und Kickl hat diese Politik auch konsequent vertreten. Mhm. Aber was unterscheidet uns noch von den Grünen, weil wir über die Grünen gesprochen haben? Wir sind Realpolitiker, also wir wollen die Energiewende.
Die Grünen sind gegen Biomasse, da gibt es Feinstaub. Die Grünen sind gegen Stromleitungen, aber ich muss die Energie ja irgendwie transportieren. Die Grünen sind in vielen Bereichen gegen Windkraft, weil das passt auch nicht. Sie sind auch gegen die Wasserkraft. Also das ist etwas, das sind Träumereien. Wenn ich die Energiewende will, brauche ich auch die Infrastruktur. Aber es fehlt Ihr Umweltprogramm, nicht besser. Ich habe ein ganzes Buch darüber herausgegeben und kann es Ihnen gerne mal geben, wo wir im Detail sagen, wie schaffen wir diese Energiewende? Ja, aber dann so müssen wir das einmal in den Wahlkampf hineinbringen, weil bis jetzt fehlt mir die Klimaansage der FPÖ im Wahlkampf. Das mache ich gerade. Das heißt, die kommt von Ihnen? Die kommt von mir. Weil Sie sich da auch aufgrund Ihrer Situation als Verkehrs- und Innovationsminister eigentlich als der Zuständige fühlen? Weil ich auch lang Umweltsprecher und Energiesprecher meiner Partei war und weil wir genau sagen, wie wir diese Wende schaffen. Und zwar nicht mit Träumereien, wo man dann gegen alles ist, sondern wie man tatsächlich auch erneuerbare Energien in Österreich nutzen Ihr kann. Ihr Vorschlag zum Beispiel das Wasserstoffauto. Der Vorschlag sagen ist, viele, das ist ein Lochkampf. Also, wir haben Gott sei Dank in Österreich einen reichen Schatz an erneuerbaren Energiequellen. Beginnend mit Wasserkraft, Biomasse, Solarthermie, Photovoltaik, Geothermie, Windkraft und so weiter und so fort. Das Problem, wir müssen diese Energie speichern. Ich kann speichern über Elektrolyse, Wasserstoff. Es gibt auch Forschungsanlagen, Zentrum am Berg, wo man mit Druckluft speichert. Also das wird die Herausforderung werden, aber diese Energie zu speichern. Aber da haben Sie ja seinerzeit im Burgenland, wo Sie ja umweltmäßig das ein bisschen als Vorbild sehen, schon eine Ansage zu dieser Energieneutralität gemacht. Das Burgenland erreicht das in welchem Jahr? Das Burgenland produziert mittlerweile mehr Strom, als es selbst verbraucht. Also ist schon aber, Energie. Aber speichert den Strom nicht. Das heißt, die Windkraftanlagen laufen, haben Überschüsse, der Strom wird abtransportiert und in anderen Phasen oder an anderen Tagen ist kein Wind und das Burgenland braucht Strom. Das heißt, ich muss speichern. Und deswegen war auch die Idee, im Norden des Burgenlandes Wasserstoff zu erzeugen und dort zu speichern. Wir haben auch einen Wasserstoffbus also eingesetzt. Sie wollen den Wasserstoff fürs Speichern, ja. Aber Sie wollen auch Wasserstoffautos. Es geht und einerseits. Sagen viele, das ist eine Schnapsidee, weil die gibt es ja gar nicht. Ich bin schon ein halbes Jahr mit einem Wasserstoffauto gefahren. Toyota hat den, also Toyota Mira. Auch Honda bringt ein Auto auf den Markt. Die Wasserstoffautos kommen etwa 5 bis 10 Jahre später, als die Entwicklung bei der Elektromobilität gegeben ist. Aber sie kommen. Und wie war das mit dem Wasserstoffauto? Ja, herrlich, weil man tankt genauso wie mit einem normalen Diesel oder Benziner. Also in kurzer Zeit ist das Auto betankt. Reichweite war etwas mehr als 400 Kilometer. Schwachstelle, wir haben erst 5 Wasserstofftankstellen in Österreich. Eben, also ja. Hier müssen wir ausbauen. Die muss man erst einmal finden. Ja. Ja. Gut, aber Sie haben das schon gemacht. Sie sind eigentlich ein Umweltfan oder einer, der dafür fast glüht, begeistert ist. Es ist das müssen Sie heute jetzt im Wahlkampf rüberbringen. Es ist eine irrsinnig interessante Thematik. Das heißt, Sie wollen allen Ernstes, ich meine, ich sage das jetzt wirklich, weil das wird jetzt einige zur Skepsis, manche vielleicht auch zum Lachen bringen, Sie wollen allen Ernstes die FPÖ als Umweltpartei positionieren. Die FPÖ ist eine Partei, die darauf achtet, dass es unserem Land gut geht. Und da muss es auch der Umwelt gut gehen. Das ist aber als Umweltpartei. Sie wollen die FPÖ als Umweltpartei positionieren in dem Wahlkampf. Als vernünftige Umweltpartei. Sie wissen aber, dass Sie jede Menge Klimawandelskeptiker in dieser Partei haben, unter anderem Ihr Ex-Parteichef, der immer wieder Zweifel daran geäußert hat. Sind Sie auch ein Klimawandelskeptiker? Nein, bin ich nicht. Sind Sie auch einer, der sagt, es ist heute derzeit heiß, weil Sommer ist und kalt ist, wenn Winter ist? Nein, das Klima verändert sich. Und ich sage immer jedem, der sagt, mein Gott, es gibt keinen Einfluss des Menschen, sage ich, auch wenn du anders denkst, wir müssen die Erneuerbaren, die wir in Österreich haben, für uns nutzen. Und wenn wir die nutzen, dann ist das Thema CO2 automatisch miterledigt. Das heißt, also beim Ziel Sie sind, sind wir ein Klimakritiker? Also ein, nein, also ich, also für mich ein, ist klar... Ein Klimawandelkritiker und klarer Befürworter einer neuen Umweltpolitik. Nein, ich bin auch kein Klimawandelkritiker. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Mensch einen wesentlichen Einfluss ja. hat auf, das, auf die Veränderung des Klimas. Ja. Mhm. Ja, davon sind Sie fest überzeugt. Mhm. Da wissen Sie aber, dass Sie damit gegen einen Teil der eigenen Partei stehen. Ein Teil Ihrer Partei bezweifelt ist. Ich habe ja gesagt, also wenn es gibt ja überall diese Skeptiker. Und ich sage immer, Schatz, auch wenn ihr sagt, der Einfluss des Menschen ist nicht groß oder nicht gegeben, wir müssen uns von Scheichs und Oligarchen unabhängig machen. Und das heißt, wir müssen die heimischen Energieträger nutzen. Und wenn ich das tue, habe ich das Thema CO2 automatisch miterledigt. Egal, ob du es an den Klimawandel glaubst oder auch nicht.
Danke, war spannend. Also, wir kriegen einen FPÖ-Klimawahlkampf. Wir bekommen einen Wahlkampf, wo es darum geht, Österreich sicher zu machen, sozial gerecht zu machen, auch zu schauen, dass sich die Wirtschaft gut entwickelt, natürlich, und vor allem auch rund um das Thema direkte Demokratie. Aber das Klima ist Ihr persönliches Wahlkampfthema, das Sie verstärkt, oder sagen Sie, das wird nicht im Mittelpunkt unserer Wahlbewegung? Umweltschutz ist Heimatschutz und wird eine große Rolle spielen. Gut, danke vielmals. Kurze Werbepause noch einmal, dann sind wir schon im Finale. Das geht immer so schnell mit dem Norbert Hofer. Da ist eine Stunde fast wie eine halbe. Aber wir sind fast durch. Kurze Werbepause noch und dann das Finale. Nämlich, wie soll es jetzt mit diesem Land nach dem 29. September wirklich weitergehen? Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch, wirklich kritisch. Live. Ja, wir sind in der letzten Runde des Sommergesprächs mit Norbert Hofer. Nachher steigt er in seinen Flieger. Eine tolle Maschine. Wir haben ein Interview dort gemacht, vergesse ich so schnell nicht. Mein, würde ich sagen, wenn man das so sagen darf, geilstes Interview. Wir sind da über Semmering und alle möglichen tollen Gebiete geflogen. Fantastischer Pilot, ich ziehe meinen Hut vor. Eine Landung butterweich. Ich habe mich auch besonders bemüht, weil Sie an Bord waren. Und jetzt geht es nach Kroatien. Das war vorher eine Kollegin des ORF, die hat sich nicht einsteigen getraut, wie wir wissen. Aber ich habe mich getraut und werde es nicht bereuen. Es war großartig. Jetzt geht es bei herrlichstem Wetter nach Kroatien. Eine Woche Schiffernageln, wie man so schön sagt. Kroatische Küste entlang und dann rein in den Wahlkampf, in einen Wahlkampf, der extrem spannend wird, der Sie aber auch ein bisschen Weitwund trifft. Weitwund durch das Ibiza-Video, aber auch, weil Sie dieses Regierungsaus so trifft. Sie haben eigentlich alles verloren, wofür insbesondere Sie als Norbert Hofer 1,5 Jahre gekämpft haben. Und ich würde sagen, die Stopptaste ist gedrückt, oder? Vielleicht ist es nur die Pausetaste, man wird sehen. Sie sagen, es ist die Pausetaste, das nicht? Wäre mein Weg. Wenn ja, das wäre Ihr Wunsch, dass es eine andere Koalitionsvariante gibt, dann geht es retour auf diesen Weg und das will ich nicht. Dann kommt die Retourtaste und Sie meinen, alles wird aufgelöst, was ihr gemacht habt. Dann wird rückwärts gespult, so ist Dann wird zunächst einmal die Sicherheitspolitik geändert, Ihrer Meinung nach auch die Steuerpolitik geändert. Auch die Steuerpolitik natürlich, weil die Ideen, die die Grünen haben, sind immer belasten, belasten, belasten. Sie sind zwar, wie Sie vorher gesagt haben, ein großer Umweltkämpfer, aber bei der CO2-Steuer wird Ihnen schlecht, richtig? Wir haben eine CO2-Steuer in Österreich, das ist die Mineralölsteuer. Und ich bin kein Freund von neuen Steuern. Also ich glaube, das Ziel muss es sein, die Steuer- und Abgabenquote zu senken. Das ist aber extrem ungerecht, diese Möst, weil die zum Beispiel den Diesel ja total bevorzugt, wo man weiß, das ist der umweltschädlichste Schadstoff. Also wenn Sie schon so für diese Mineralölsteuer sind, dann müssten Sie ja zumindest für eine deutliche Anhebung des Dieselpreises sein. Gleiche Steuer auf alles. Ja, die Zeiten, wo der Diesel günstig war als Benzin, sind ja vorbei. Kostet ja in etwa gleich viel an der Tankstelle. Ja, ist schon noch deutlich. Und man darf nie vergessen, dass alle Maßnahmen, die man setzt, ja auch sozial verträglich sein müssen. Was macht der Pendler, der nicht die Chance hat, mit der Bahn in die Arbeit zu fahren, weil es die Bahnverbindung gar nicht also gibt? Also diese Steuern anheben nur über ihre Leiche. Ich würde keine Steuern erhöhen, sondern echte Anreize setzen. Das ist der richtige Weg. Flugbenzin, Sie fliegen ja steuerfrei. Flugbenzin gehört mit einer Steuer belegt. Sie sprechen jetzt von Kerosin. Ja, Kerosin. Bei Kerosin müssen wir auf eines achten. Also wenn wir eine Kerosinsteuer einführen, dann geht das theoretisch nur für Inlandsflüge in der Europäischen Union. Also Flüge in der Europäischen Union. Warum? Bei allen anderen Flügen hätten wir einen massiven Wettbewerbsnachteil gegenüber den USA oder dem asiatischen Raum. Emirates zum Beispiel, die fliegen nach Wien mit dem A380 und tanken hier gar nicht. Die haben genug Sprit an Bord, um hier weiterfliegen zu können. Also das würde die Unternehmen massivst treffen. Das heißt, gegen eine Kerosinsteuer sind Sie, weil Sie sagen, das kann nur ein Dummkopf einfallen, weil die tanken dann in Amerika, in Arabien oder in Asien oder ich in Afrika. Ich bin aber nicht ein, so wie die Grünen. Es gibt weltweit keine Kerosinsteuer, Ihrer Meinung nach. Es gibt das Abkommen von Chicago aus den 40er Jahren, wo festgelegt ist, was Fluglinien zu bezahlen haben und wie das alles aufgesetzt ist. Aber ich bin ja kein Grüner, der immer gegen alles ist. Ich zeige auch eine Lösung auf. Die Luftfahrt hat vor, ab 2020 CO2-neutral zu wachsen. Das heißt mit neuen Flugzeugen. Neue Flugzeuge mit neuen Triebwerken verbrauchen pro Sitz und Kilometer deutlich weniger. Aber die nächste Stufe kann nur sein, Kerosin zu ersetzen mit E-Fuel. Und das wird auch
naja, beginnend mit 2035 etwa dann der Weg sein, den die Luftfahrt beschreiten wird. E-Fuel wäre elektrischer Benzin. Das ist Treibstoff, Kraftstoff, der mit elektrischer, erneuerbarer Energie hergestellt worden ist. Gut. Und das heißt keine CO2-Steuer, keine Flugbenzinsteuer mit der FPÖ? Also es gibt, wie gesagt, die Möster CO2-Steuer. Mhm. Ich warne davor, Steuern in Österreich weiter zu erhöhen. Das Ziel muss sein, die Steuer- und Abgabenquote weiter zu senken. Wollte ich gerade sagen. Also keinerlei Steuererhöhung mit der FPÖ. Aber Anreize setzen und in Erneuerbare investieren. Was wäre zum Beispiel ein Weg? Wir könnten doch sagen, wir besteuern Energie aus erneuerbaren Primärenergieträgern anders als Energie, die aus Öl, Gas oder Kernkraft gewonnen wird. Ja, das ist ja das, was die Grünen wollen. Die wollen ja diese höher fahren mit einer CO2-Steuer und die Erneuerbaren runterfahren. Ja, die Grünen wollen Steuern erhöhen auf der einen Seite und bestrafen. Ja, was macht der Pendler, der auf das Fahrzeug unbedingt angewiesen ist? Also unser Weg ist Anreize, also Steuern senken, dort wo es um Nachhaltigkeit geht und um Erneuerbare. Und das senkt dann automatisch auch die Steuer- und Abgabenquote. Aber das Klimaaus hat Sie ins Herz getroffen. Das Regierungsaus, entschuldigen. Das Regierungsaus, ich finde es sehr schade. Ich meine, das Herz trifft mich oder würde mich treffen, wenn mit meiner Familie irgendwas wäre. Aber ich habe es sehr schade gefunden. Und weil der Weg war erfolgreich. Und ich sage, es ist hoffentlich die Pausetaste. Ich hoffe nicht, dass die ÖVP die Stopptaste drückt und damit den Grünen die Kassette zurückspult. Das wäre aus meiner Sicht ein großer Fehler. Sie haben ja das Problem, dass Sie jetzt einen Wahlkampf machen müssen, den Sie ja gar nicht machen wollen, weil Sie ihn für falsch und unnötig halten, weil Sie eigentlich weiter regieren wollen. Sie sind ja pleite praktisch, nicht? Als FPÖ. Nein, wir sind nicht. Sie müssen einen Kredit aufnehmen, wenn ich richtig informiert bin, um diesen Wahlkampf zu finanzieren. Wir haben sehr gut gewirtschaftet. Warum? Warum ist es bei uns so? Warum sind bei uns die Finanzen in Ordnung? Die FPÖ ist erst in den letzten Jahren zu einer Groß- und Mittelpartei geworden. Wir haben einen sehr, sehr kleinen Personalstand. Die anderen Parteien, die schon seit vielen Jahrzehnten Großparteien waren und dann geschrumpft sind, haben sehr, sehr viel Personal. Das heißt, wir geben unser Geld nicht aus für einen hohen Personalstand, sondern können ansparen also und auch Kampagnen finanzieren. Also mussten ihn ausgeben für 2,5, eigentlich 3 Präsidentschaftswahlkämpfe, nicht? Die ja, aber enorm wir haben, viel Geld gekostet haben. Aber wir haben vernünftig gewirtschaftet. Ja, und Sie mussten es ausgeben jetzt. Aber in Wahrheit, ohne Kredit wäre der Wahlkampf jetzt gar nicht möglich. Der Wahlkampf ist machbar, und zwar mit diesen 5 Millionen, die wir eingezogen haben. Aber mit Kredit? Ja, aber minimal. Also wir haben wirklich die Finanzen auch in Ordnung gehalten. Wir haben es auch sichergestellt, dass, ja, was soll ich sagen, eine Partei, die mit den Finanzen nicht, eigenen Finanzen nicht umgehen kann, wie soll diese Partei mit den Finanzen der Republik Österreich umgehen können? Und Sie wollen diesmal 2 Millionen weniger ausgeben als das Limit? Ja. Wieso das? Weil es nicht notwendig ist, mehr auszugeben. Wir sehen doch an vielen, vielen Beispielen, dass das Geld alleine den Erfolg nicht ausmacht. Jetzt bin ich nicht der beste Freund von Peter Pilz, aber der hat, glaube ich, ein Plakat aufgehängt im letzten Wahlkampf. Es kommt schon auch auf andere Dinge an. Und man kriegt natürlich dann entsprechende Parteienförderung. Man kann ein Geschäft machen aus... Naja, die Parteienförderung ist abhängig vom Wahlergebnis natürlich, aber man muss hier sehr vorsichtig kalkulieren. Der Sebastian Kurz war ja für eine Kürzung der Parteienförderung. Sie haben etwas ganz anderes beschlossen, nämlich ein Ende aller Großspenden, aber keine Transparenz. Ja, die Parteien, die Großspenden erhalten, können ja leicht sagen, weg mit oder weniger Parteienförderung. Ja. Die Frage ist, welches Modell wollen wir in Österreich? Wollen wir ein Modell, wo sich Konzerne Parteien halten? Oder Politiker halten? Oder wollen wir eine vernünftige Parteienfinanzierung und kappen wir bei den Spenden? Und diesen Weg wollen wir gehen. Als die höchste Parteienfinanzierung der Welt derzeit. Weil auch, das muss man auch sagen, im Bereich der Bundesländer auch eine sehr hohe Parteienförderung vorhanden ist. Es ist ja auch eigenartig aus meiner Sicht. Wir haben diese Obergrenze mit diesen 7 Millionen Euro für einen bundesweiten Wahlkampf. Und dann gilt diese Obergrenze auch für Landtagswahlen. Also das passt nicht ganz zusammen. Sie haben jetzt mehrfach Rache an Kurz geübt. Nein, das will ich nicht. Na, natürlich. Nein, das will ich nicht. Na, das also, war ich definitiv bin, nein, ich so. Bin kein, also das ist mir wirklich wichtig zu sagen. Sie haben ihn nach Hause geschickt mit einem Misstrauensvotum. Ja, aber nicht aus Racheglüsten. Also das ist ein Gefühl, das ich nicht sehr schätze. Warum haben Sie ihn nach Hause geschickt? Weil, wie gesagt, wir können ja wohl schwerlich akzeptieren, dass es eine Experten
Regierung gibt, wo dann ein Teil auch die Minister schwarz sind, der andere Teil sind Minister, die zumindest ÖVP nahe sind, und wir haben dann Kabinette, die alle von der ÖVP gestellt werden. Also das wäre etwas 100% Macht mit einem kleineren Teil der Stimmen. Also dass das er ihre Ministerien übernimmt, das wollten Sie nicht. Es geht gar nicht um unsere, warum haben Sie ihn denn nicht angeboten, noch bis zum Ende der Regierungszeit weiterzuarbeiten? Das wäre doch möglich gewesen. Wir haben etwas anderes angeboten, nämlich überhaupt weiterzuarbeiten. Ja, wir hätten gar keine Wahlen gebraucht. Aber Sie hätten ja sagen können, bis zum Ende der Regierungszeit arbeiten wir zusammen. Dann wäre die Regierung voll im... Also, wir haben ja auch die Beschlüsse im Parlament, die jetzt angestanden sind, gemeinsam gefasst. Naja, alles, nicht alle, wie wir wissen. Alles? Ja, Rauchverbot war die Ausnahme. Das heißt, Beispiel, da ist die ÖVP dann umgefallen. Das war das Revanchefall an Ihnen dann, nein, logischerweise. Es war ein Revanchefall an der Wirtschaft. Denn eines muss ich schon bedenken. Ja, was macht jetzt der Gastronom? Jetzt gehen die Leute bei Abendlokalen dann vor die Tür rauchen, und laut Gewerberecht ist der Gastronom für die Menschen, die vor der Tür stehen, verantwortlich. Aber man hat schon den Eindruck gehabt, da haben sich zwei einstmals beste Freunde ordentlich in die Groschen gehaut in den letzten 2-3 Wochen im Parlament. Aber ordentlich. Wenn man die Bilder sieht, Trotzdar und Kickl im innigsten Intimgespräch, wenn man sieht, wie dann rot-blau so manches weggeräumt wurde bis zu den Großspendern vom Kurz, wenn man umgekehrt sieht, dass sie eben die Transparenz nicht beschlossen haben etc., was er wollte, oder die, also da Freunde seid ihr nicht mehr. Also ich bin keiner, der jemandem eine Ohrfeige gibt oder, wie Sie es ausgedrückt haben, jemanden dann noch in die Gauschen hat. Das tue ich nicht. Das möchte ich wirklich betonen. Alle Beschlüsse, die wir gemeinsam als Ziel hatten, aber noch nicht im Parlament erledigt waren, haben wir gemeinsam beschlossen. Und das zeigt schon einfach, da fehlt aber noch einiges, sonst hätten wir nicht so eine große Agenda. Ja, aber das kommt bei der nächsten Parlamentssitzung, und das werden wir auch gemeinsam beschließen. Das ist mir wirklich wichtig. Und ich möchte euch sagen, dass auch die Zusammenarbeit mit Höginger eine sehr gute ist. Das heißt, Sie meinen, da ist nichts passiert, man ist nach wie vor ziemlich beste Freunde? Es geht in der Politik, es ist ja kein Kindergeburtstag, es geht also nicht darum, ob es jemand bester Freund ist oder ob man sich sympathisch ist oder mehr oder weniger, sondern es geht darum, dass zwei Parteien einen gemeinsamen Weg finden sollen und so wie es bei uns war, auch diesen Weg gemeinsam bestreiten. Wir haben ja dann eine Phase gehabt. Aber das war ja eine Regierung ohne Streit. Richtig. Das war eine Regierung, wo die zwei an der Spitze fast behauptet haben, sie wären Freunde, sich ja dann auch demonstrativ zu Abendessen etc. getroffen haben etc. etc. Und da ist ja doch was passiert. Das kann man doch nicht mehr so tun, als wäre da nichts vorgefallen. Sie sind rausgehauen worden. Und zwar mit einem Riesenkrach und gegen ihren Willen sind sie mehr oder weniger bei der Tür hinausgetreten worden. Naja. Naja, natürlich, na selbstverständlich. Was ist denn sonst der Entlassung also eines Ministers? Es war ein Bruch des Koalitionsabkommens. Haben Sie dann einen Revanchefall begangen, indem Sie gesagt haben, jetzt schaust du mal an, was du ohne uns bist, nämlich kannst jetzt einen Amerika-Urlaub machen, so wie es jetzt stattfindet. Da geht es nicht um Revanche. Es geht darum, dass nicht eine Partei 100% der Macht haben kann. Das wollen wir einfach nicht. Das ist auch nicht unser Weg, wie wir die Demokratie sehen. Auch deswegen haben wir diese Entscheidung getroffen. Aber ich sage noch einmal, mein Ziel da ist schon... Da bleibt nichts zurück. Nein, nichts. Bei mir bleibt bei nichts zurück. Nicht. Bei mir mit Sie Sicherheit nicht. Jeder und ich hoffe auch bei den anderen auch dem nicht. Dem Sebastian Kurz die Hand schütteln und sagen, tun wir weiter. Ich habe ihm ja schon auch in der Zwischenzeit die Hand aufgeschüttelt. Nein, aber ich meine, Sie jederzeit sagen, machen wir weiter. War nichts. Auf Basis eines guten Regierungsprogramms. Wir haben zwar einen Wahlkampf gehabt und haben uns fast alle ruiniert. Ich wollte diesen Wahlkampf nicht. Aber macht nichts, wir tun weiter. Das wär Ihr Vorschlag. Ich wollte diesen Wahlkampf ohnehin. Ihr Vorschlag wäre Handshake und weiter geht's. Mein Vorschlag ist, das Regierungsprogramm zu ergänzen mit weiteren Punkten, die uns wichtig sind, und das dann abzuarbeiten und eine Regierung zu machen, die den Weg einfach fortsetzt. Und jetzt gibt es natürlich die zwei Extreme, die Sie ausführlich beschrieben haben. Türkis-Blau, Ihr Vorschlag. Schwarz-Grün, Ihrer Meinung nach die Lieblingsvariante, zumindest der ÖVP-Landeshauptleute. Auch die Lieblingsvariante des Sebastian Kurz, Ihrer Meinung nach? Also ich glaube schon, dass er sehr stark tendiert zu dieser Variante. Mhm. Aber wir werden einfach auch sichtbar machen, was das bedeuten wird. Es gibt ja noch eine Zwischenvariante, Minderheitsregierung. Das halte Man ich für sagt, er macht mit Ihnen ein Programm aus. Sie kriegen die Inhalte, die Ihnen wichtig sind,
und stürzen ihn dafür nicht. Nein, also, und die Kickl-Frage stellt das sich. Das ist eine nicht. Grundsatzfrage bei uns, dass wir nicht einer Partei 100% der Macht geben wollen. Also das würden Sie nie machen. Nein, machen wir nicht. Eine Minderheitsregierung kann sich daher kurz abschminken. Ja, vielleicht macht es die SPÖ mit ihm, ich weiß es nicht, ja, oder die Grünen, vorstellen. Aber wir machen es nicht. Also für Sie kommt das nicht in Frage. Nein. Für Sie gibt es nur eine Möglichkeit, sozusagen mit Ihnen zu regieren, das ist Türkis-Blau. Richtig, eine Regierung, die wir hatten und die sehr beliebt war. Oder eine Sensation, Sie hätten bei Rot-Blau die Mehrheit und Doskozil kommt. Das ist nicht auch diese undenkbar. Variante, die Sie für undenkbar halten, ja. Wäre für Sie aber eine traumhafte, sagen wir es mal so. Nein, das würde nicht Wieso? Gehen, weil da würde es die SPÖ zerreißen. Das geht gar nicht. Dann kann es sein, dass der die SPÖ übernimmt und es zerreißt sie nicht. Nein, also da ist das ist wahrscheinlich, auf einen Blitz getroffen zu werden. Das wird nicht stattfinden. Da wollen wir hoffen, dass sie nicht vom Blitz getroffen werden, dass vor allem ihr Flieger nicht vom Blitz getroffen wird, dass der Flug nach Kroatien hin und retour super verläuft. Danke. Mit dem Piloten Hofer. Ich weiß nicht, ob wir je im Wahlkampf dazu kommen werden zu fliegen. Es wäre schön. Aber jetzt wird sie wahrscheinlich nicht ausgehen. Nicht? Sie sind zu danach wie Bumsti. Danach in aller Ruhe. Aber vorher wird das der härteste Wahlkampf aller Zeiten. Ja. 8 Wochen zugedeckt. Sie gehen auf Österreich durch, nehme ich an. Es geht los mit dem richtigen Wahlkampf ab Ende, rund um den 20. August geht es dann richtig los. Ja, aber wenn Sie in einer Woche schon wieder zurück sind, wird es ja wohl in einer Woche losgehen. Naja, die eigentliche Arbeit des Parteichefs, natürlich, die ist zu erledigen, aber der richtige Wahlkampf geht los so Mitte, Ende August. Und dann 4 bis 5 Wochen voller Einsatz. Österreich-Tour wird es geben, Hofer in allen Bundesländern. Es gibt eine Österreich-Tour, aber es sind so viele Fernsehtermine, dass ich so die klassische Österreich-Tour wie im Bundespräsidentenwahlkampf gar nicht zustande bringe, wenn dauernd Fernsehabende sind. Aber ich freue mich schon auf diesen Wahlkampf. Wir haben jetzt vor einigen Tagen haben meine Mitarbeiter mir die Termine gezeigt. Es ist sehr, sehr viel. Aber ich habe dann gesagt, im Vergleich zum Bundespräsidentenwahlkampf ist es gar nicht so viel. Genau. Und da sind Sie schon mal doppelt durchgegangen. Also Sie würden sogar die Wiederholung dieser Nationalratswahl aushalten, würde ich beide. Hoffentlich halten die Kuverts. Gut. So, danke Herr Hofer, war ein super Sommergespräch wie üblich mit Ihnen. Schönen Urlaub. Ihnen auch schönen Urlaub, sollten Sie so wie Hofer in dieser Woche in den Urlaub fliegen wollen. So oder so, wir sehen uns morgen wieder bei Fellner Live. Danke fürs Zuschauen.